An diesem Teich bin ich jeden Mittag Äpfel essen oder ein Gipfeli. Und da das Bläsjündli, das ist immer zu mir gekommen. Ich bin dort auf dem Bänkli gehockt und das Bläsjündli ist immer sofort zu mir gekommen. Es hat nachher auch den Tang aufgenommen oder so Grünzeug hat es aufgetaucht, hat seine Sachen, seine Salat gegessen und ich meine Äpfel. Und dann haben wir uns zusammen können unterhalten. Also ihr war wahrscheinlich langweilig, weil sie ist, lange war sie dort alleine auf dem Teich. Gewesen. Und am Samstagvormittag es war ein riesiges Geschrei auf diesem Teich, haben wir schon von weitem gehört. Und dann sind wir schauen. Und dann war gerade Paarungszeit. Sie war nicht mehr allein auf diesem Teich, sondern es waren vielleicht etwa 13 oder 15 Stück. Dann waren Bläshühner dort. Und sie haben sich Partner gesucht. Da sieht man gut, wie das funktioniert. Sie springt vorab. Sie darf aber nicht fliegen, sie muss immer auf dem Wasser laufen und das Männchen muss probieren, sie reinzuholen. Wenn sie die Flügel aufstellt, dann heisst das, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Jetzt wollen wir schauen, für was. Für das Rennen. Voilà. Das Männchen geht hinten nach und hat keine Chance. Das Männchen ist ein wenig schwerer. Riesen Bugwelle, was sie macht. Eben, sie muss drüber laufen, über das Wasser, darf nicht fliegen, sonst wäre es beschissen. Und das Männchen muss einfach versuchen, hinten noch aufzuholen. Parat. Wie verrückt parat. Wow, das war jetzt das Weibli, das gesagt hat, ich bin parat. Und ganz nach beim Männli, sodass das Männli kein Problem hatte, für sie zu fassen. Voilà. Das war die ganze Paarung. Und das Männchen sagt hier, ich bin bereit, also es sollte weitergehen. Und sie geht zu ihm und sagt offenbar, das hat funktioniert. Es ist noch interessant, dass das Zwiebeln den Partner aussucht und nicht das Männchen. Und jetzt fängt eigentlich das Hochzeitsritual an. Das heisst, jetzt tun sie so Schein tauchen, nach dem Essen tauchen. Und jedes macht das, sie macht das, er macht das. Und das heisst nachher, wir passen zusammen. Der Hüpfer, den wir gesehen haben, da hier, das heisst, ist okay, ist alles in Ordnung. Es ist auch ein Picobello. Ja, bin bereit. Er auch.
und schön. Hochzeitstanz offenbar. Voilà. Die Zehnte macht etwas und der Partner macht das nachher noch. Das soll wahrscheinlich einfach zeigen, dass es auch beim Brüten nachher funktioniert, dass sie sich abwechseln können. Und jetzt geht's ab in die Schilf. Hat sich noch einen eingemischt. Das ist ein Prachtkäfer, ein sogenannter Vierpunkt-Prachtkäfer, der sich da an diesem Pflänzchen wirklich ernähren. Er frisst Blätter und Pollen. Es gibt sogar ganz ähnliche, wo nach einem Schweizer Prachtkäfer benannt ist. Er ist ein bisschen anders, aber ganz ähnlich. Also ein bisschen metallisch, oder? Ja. Da sieht man sehr schön, er tut den Bauern abschlecken. Man sieht sie also noch ziemlich häufig bei uns. Vor allem im Frühling. Und eben gerne auf so Sonnenblumen. Das sind Sonnenblumen? Nein, nicht Sonnenblumen. Löwenzahn. Das war auch nicht Löwenzahn. Oh, sorry. Keine Ahnung. Können wir den mal nachlesen. Den Specht hier haben wir leider nur mit dem Tele nehmen und aus der Hang. Er war relativ weit weg, aber die Aufnahme hat uns trotzdem gefallen. Es ist ja was für ein Specht? Es ist ein Buntspecht. Ein Buntspecht, ja, genau. Das ist ein Eintagsfliege, glaube ich. Genau, ja. Geht rechts auf dem Blatt, da sieht man sie grösser. Die sind immer ganz ruhig, die bleiben einfach hocken. Gut, die sind kurz vorher geschlüpft. Ja, man sieht noch schön die Verdauung hinten, schau. Mhm. Die leben allerdings länger als ein Tag. Ich glaube, es sind etwa 3 bis 5 oder so, ja. Tage, wo sie leben. Und da ist es ja so, dass sie gar nichts fressen in dieser Zeit. Jetzt bei dir da weiss ich nicht, wie der
hinten nachher siehst, im Körper, dort läuft etwas. Das ist ein Schnellkäfer. Die sieht man im Frühling auch ziemlich häufig. Ja, da bei uns, ja, im Wasser noch. In der Nähe vom Wasser sind sie gern. Einmal raus. Und das wär's. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.